Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von Schmusipuh. Ich habe heute Morgen ein Päckli bekommen von der lieben Angelika. Jaha, oh, und ich schaue mal mit euch da rein. Ich habe es schon aufgeschnitten. Oh, da leuchtet, da kommt mir schon eine ganz tolle Karte entgegen. Oh, ist die toll. Ui, ist die toll. Schaut mal. Ist die nicht toll, die Karte? Die ist ja klasse. Jetzt schauen wir mal, was steht denn da drin? Ja, ich denke mal, das darf ich vorlesen. Liebe Gabi, ich wünsche dir und deiner Familie ein friedvolles und schönes Weihnachten. Bleibt gesund und kommt gut ins neue Jahr 2021. Ja, Angelika, das wünsche ich dir natürlich auch, ne? Auf jeden Fall, gerade jetzt in der Zeit ist das noch viel, 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 viel wichtiger, dass man gesund bleibt. Herzliche und liebe Grüße schickt dir Angelika. Ich danke dir. Ich danke dir für die schöne Karte und für die lieben Worte. Ja. Die stelle ich mir auch irgendwo hin, weil ich finde die Karte super schön. Oh, was ist denn da drin? Ein Päckchen. Oh, was Eingepacktes. Und das auch noch was Eingepacktes in so einem schönen Beutelchen. So. Oh, und hier hat es ein bisschen Deko reingepackt. Wie schön. Ich tue das Päckchen mal auf Seite. Schauen wir mal. Was haben wir denn hier? Oh, das ist aber hübsch. Das ist so ein Holzaufhänger. Ja, genau. Der ist aber schön. Schaut mal. Den kann ich mir dann nachher schön irgendwo ins Fenster hängen oder so. Ja, ich habe nämlich in der Küche, passt der sehr gut. Ich habe eine braune Küche. Da werde ich mir den ins Fenster hängen. Dankeschön. Der ist ja hübsch. Da ist ein Glöckchen dran. Moment, ich mache es mal auf. So, das ist total hübsch. Schaut mal. Ich zeige euch das mal. So, ich lege es auch gleich noch mal hin. Das Glöckchen, das hört sich total schön weihnachtlich an. Ich liebe ja sowas. Das ist ja hübsch. Ja, das werde ich mir auf jeden Fall ins Fenster hängen. So sieht das aus. Ja. Ja. So, dann tue ich gleich im Mülleimer das Papier. Dann haben wir hier ein Beutelchen. Mal gucken, ob ich das mit einer Hand schaffe. Moment. Das sieht schlecht aus. Moment. So, da war ein Knoten drin. Den konnte ich gar nicht so ohne weiteres aufmachen. Ach, wie toll. Das ist so eine Rasse. So gehäkelt. Sieht aus wie... Das sieht aus wie gehäkelt mit festen Maschen oder so. Boah, ist das schön. Danke sehr. Ich finde sowas ja toll. Ach. Ach, und das ist so eine... Na, kommst du wohl da raus? So eine Pixie-Mütze, ne? Ist das so eine Pixie-Mütze? Oh, die ist ja toll. So eine wollte ich auch immer mal selber stricken. Die ist ja hübsch. Wow, ist die schön. Muss ich mal gucken, wem die passt. Ich denke mal, Gaiola passt da rein. Ja, muss ich ihr gleich mal anprobieren. Vielen lieben Dank, liebe Angelika. Ich liebe ja sowas. So, dann machen wir mal das Paket auf hier. Das kleine Päckchen. Gucke, eine Hand. So, oh. Ach du meine Güte.
Was ist das denn? Wie süß. Schaut mal, wie süß. Die sind ganz weich. Das sind ganz weiche Schluppen. Sag mal, Schluppen. Hausschuhe. Früher haben meine Großeltern immer Schluppen dazu gesagt. Ach, die sind ja süß. Ach, wie goldig. Da ist ja noch was dran. Da hat sie hier noch so ein was in den Hausschuh reingesteckt. Oh Gott, sind die süß. Ja, da wird sich bestimmt jemand finden, wo die Füßchen reinpassen. Der Liam Anthony hat ja so große Füße. Dafür, dass er so ein kleiner Krümel ist, hat er ja Riesenfüße. Aber es sind ja eigentlich für Mädchen, ne? Ich muss mal gucken, welches Mädel da reinpasst. Ja, da passt bestimmt eins von meinen Mäusen rein. Was ist hier drin? Muss ich auch mal gucken. Ein Beutelchen, das kriege ich aber, glaube ich, so auf. Das ist so ein süßes Beutelchen hier. So, ach, das ist ein Magnet, ne? Ah, mit einem Magnet versehen. Schaut mal. Das ist ja hübsch. Mit einem Blümchen. So. Das finde ich ja süß. Dankeschön, liebe Angelika. Und dann hat sie mir noch was zum Anziehen reingepackt. Ach, wie du bist so süß. Dankeschön. Ein Langarmbody mit Dumbo heißt der, glaube ich. Ach Gott, da steht drauf. Name. Born, Weight and Size. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt richtig ausgesprochen habe. Ach Gott, ist das süß. Welche Größe ist das? 50. Oh ja, das ist ja niedlich. Für die kleinen Mädels. Och Gott, und wieder so einen süßen Strampler mit Bambi. Oh, danke schön. Ach, das ist ja süß. Oh, obersüß. Ich finde Bambi ja auch so toll. Hier kann man die Ärmchen, also dieses umstülpen, ne, damit die Babys sich nicht kratzen. Ach, das ist ja süß. Muss ich mal gucken, wem ich das nachher mal anziehe. Ja, ihr Lieben, das war mein Päckchen von der lieben Angelika. Angelika, ich danke dir von Herzen. Damit hast du mir heute den Tag versüßt. Ja, du bist wirklich ein Schatz. Dankeschön. So süße Sachen. Ja, hast du mich ja wieder verwöhnt, ne? Danke dir. Ich schicke dir eine ganz, ganz, ganz dicke Umarmung, ne, nach Krefeld. Ja, bleib gesund, pass auf dich auf, ne? Aber wir hören ja heute bestimmt noch voneinander, bin ich mir ganz, ganz sicher. Ja, ihr anderen Lieben wünsche ich auch alles Liebe und Gute natürlich. Noch einen schönen Tag. Ihr passt auch alle auf euch auf und bleibt bitte gesund, ja, und lasst es euch gut gehen in dieser schwierigen Zeit. Ja, dann bedanke ich mich fürs Zusehen und würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Video. Danke nochmal, Angelika. Tschüss, ihr Lieben, eure Schmusi-Puh. Ciao.